Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in Sengoku Dynasty. Heute gilt's. In dieser Folge wollen wir auf alle Fälle auf die Jagd gehen, um das Fleisch zu besorgen. Des Weiteren ist mir durch den Kopf gegangen, wir brauchen doch eigentlich auch noch ein Materiallager. Wir haben zwar hier ein Lebensmittellager, wo wir Zeug reinräumen können. Da habe ich jetzt hier noch ein paar Weinbeeren, ein paar Eier. Die behalte ich, glaube ich, mal drin. Ich brauche ja auch was zu essen. Dann die Gurbo-Wurzel, die werde ich gleich vertilgen, und die Weinbeeren, alles klar. Aber wir haben ja auch Materialien, die wir sammeln müssen. Und deswegen würde ich gern jetzt hier ein neuer Materiallager bauen. Mal schauen, ob das eigentlich so geht. Ne, das ist unser Althandarbeit. Ne, wir müssen den Hammer in der Hand nehmen, sowas. Den Hammer müssen wir in der Hand nehmen. Jetzt können wir ins Menü rein. So, wir wollen auf alle Fälle ein. Das ist das ein einfaches Bauwerk. Dorfbauwerk ist das. Oder? Hier haben wir doch schon was. Tore, Zäune, Schuppen. Jetzt haben wir doch schon den Schuppen. Können wir den jetzt hier herstellen? Den möchte ich schon gern ein bisschen mit dem Lebensmittellager in eine Flucht stellen. Deswegen machen wir das mal so und gehen mal zur Seite. Bis das Ding grün wird, dann können wir doch hier herstellen, oder? Ich würde vorschlagen, wir stellen den einfach mal dorthin. So, und jetzt schauen wir mal, was wir dafür brauchen. Wir brauchen 4x Bambus. Ich glaube, ich habe welches gesehen. Ja, wir haben welches gesehen. Wir haben auch, glaube ich, welches schon geerntet. 2 Holzstämme und 4 Bretter. 8 Bretter haben wir wohl. 2 Holzstämme brauchen wir. Bambus, das haben wir. Ne, da haben wir, glaube ich, noch keins mitgenommen. Oder habe ich welches bei mir reingeräumt, in meine Kiste. So, und wenn halt den Hammer wegräumen, da können wir, so können wir jetzt hier reinschauen. Hier haben wir doch Bambus. So, da räumen wir mal. Aufteilen, aufteilen. 4 Stück brauchen wir. Das kommt hier rein. Bretter haben wir. Von den Stöckchen werde ich mal noch ein paar hier rüberräumen. Ich habe einen Haufen Stöcke. Was ist das hier? Holzstamm. Den nehme ich auch mal mit hier rüber. Die Steine. Die Kohle. Hier rüber. Stöckchen hier rein. Nochmal Stöckchen. Wir haben einen Haufen Stöckchen gesammelt. Und wissen noch gar nicht, vor was wir die alles. Naja, aber Stöckchen werden wir immer. Die Federn, die brauchen wir jetzt nicht. Die räumen wir hier rein. Und das Stroh räumen wir auch hier rein. Das brauchen wir nämlich zurzeit auch nicht. Jetzt haben wir noch eine Steinaxt. Wir haben noch ein Messer. Ein Messer kann man dann nochmal so einen zweiten Lager hierher bauen. Das ist eine Eisenaxt. Eine Eisenaxt, da können wir doch, die können wir doch wechseln, oder? Schauen wir mal ins Inventar. Die müsste doch länger halten, die Eisenaxt. Gut, der 1, da haben wir jetzt die Eisenaxt. Oh, da haben wir auch eine feine Axt jetzt in den Händen. Akku, was will die denn schon wieder hier? Die steht laufend bei mir in der Bude. So, gut. Der 5 ist der Hammer. Ich glaube, wir brauchen die Materialien so von oben herunter. Jetzt ist Holz, haben wir wieder zerstört. Haben wir noch einen? Können wir einen Holzhammer herstellen? Hammer. Gut. Jetzt gehe ich doch wieder rüber. Ein Holzstroh. Oh,
Oh, ich nehme die jetzt alle 24 mal mit. Dann, mehr brauchen wir jetzt hier eigentlich. Jetzt kann ich mal so ein Eisenmesser raustun hier. Tue ich mal hier rein. Was haben wir hier? Rinde. Die kann ich doch auch hier hinräumen, oder? Nein, den kann ich auch noch hier drauf räumen. Das sind meine Speere. Die habe ich mir schon mal gefertigt. Aber ich glaube, ich werde mir noch mehr Speere fertigen. Ich habe erst zwei. Oder drei. Einen haben wir ja auf der 2 liegen. Und dann haben wir noch 2 Ersatzsperren. Ich werde mir noch mal 1, 2 bauen. Mal immer zur Jagd gehen. So. Jetzt müssen wir den Hammer erstmal wieder sockeln. Alles klar. Zack. So, jetzt machen wir mal unser... Dann müssen wir 2 Holzstämme noch machen. Stroh haben wir jetzt hier rein. Die Bretter haut da rein. Na komm. Jetzt brauchen wir noch 2 Holzstämme. Da haben wir mal hier so einen Baum um. Hier hinten. Hm, hier hinten rennen wir. Den hier machen wir weg. Am Feld. So, da müssen wir doch 4 Holzstämme rauskriegen oder gar 5 aus dem riesen Ding. 1, 2, 3, 4 brauchen Hammer. 2 brauchen wir bei unserer Hütte. Und da kann ich aus den anderen 2 noch 2 Holzsperre machen. Und damit wir auf die Jagd gehen können. Aber das machen wir erst, wenn es hell ist. So. Jetzt können wir hier hinten. Was brauchen wir da? Stroh und Stecke. Hammer. Da können wir so eine Tasche, die Taschen herstellen, dass wir hier was reinräumen können. So. Schauen wir doch gleich mal, was wir da reinräumen können. Ja, haben wir doch schon. Guckt mal an. Gras können wir hier reinräumen. Dann können wir die Steine reinräumen. Dann tun wir erst einmal... Ne, die Holzstämme brauche ich ja. Das kommt hier, aber das Fischernetz kann man hier reinräumen. Und da können wir gleich mal schauen, was wir drüben in unserer Hütte haben, um was rauszuräumen aus unseren Taschen. Zum Beispiel den Bambus schaffen wir gleich mal weg. So, dann schaffen wir weg die Holzkohle. Da haben wir ja einen Haufen hier drin. Ne? Was ist denn das? Verdorbenes. Rottenprozess. Was ist denn da? Verzehrbare Gegenstände. Das Verdorbene. Wo kann man das überhaupt entsorgen? Verdorbenes kann an der Kompostierstation zu Dünger verarbeitet werden. Also, da lassen wir den mal hier drinnen. Da stinkt halt unsere Kiste, wenn das Verdorbene hier drin ist. So, was haben wir denn noch? Gelbe Chrysanthemen. Aber die brauchen wir, glaube ich, auch bei einer Gottheit. So wie ich schon mitgekriegt habe, gibt es ja noch mehrere Gottheiten hier. Und den einen müssen wir, glaube ich, ein Opfer darbringen in Form von gelben Chrysanthemen. Da habe ich schon sowas mal mitbekommen. So, die Stecke schaffe ich weg. Die räumen wir über in unser Dynastielager. Das Brennholz schaffen wir auch rüber. Stroh schaffen wir auch rüber. Die Pilze schaffen wir ins Lebensmittellager. Das Fischernetz, das tun wir auch dort rüber. Das Messer behalte ich bei mir, die Federn behalte ich bei mir. Die hier haben wir Rinde, die können wir da auch rüber schaffen. Nützliches Handwerksmaterial. Genau, jetzt haben wir mal ein bisschen hier ausgeräumt. Jetzt schaffen wir das hier rüber in das Lager. So, ne, da ist nur schon... Das ist Dynastie-Nahrungsmittellager. Wollen wir nicht hin? Mach doch mal deine Fackel an. Da siehst du doch was. So.
Und da räumen wir rein. Da haben wir die Fischernetze mit dazu. Die Stöckchen hier neben. Den Bambus. Dann haben wir hier noch Stecker. Brennholz hier rein. Die Holzkohle hier rein. Dann die Rinde. Und das Stroh. Und das Stroh kann, glaube ich, auch mit dazu. Das ist unser Essen. Die 5 Stöckchen, die behalten wir mal dabei. Den Baumstamm brauchen wir. Den Baumstamm brauchen wir, damit wir uns Speere herstellen. So, die Bretter brauchen wir auch nicht mit uns rumschleppen. Und die Pilze schaffen wir rüber ins Lebensmittellager. Gehen wir mal von vorne ran. So, das machen wir auf. Da kommen die Pilze rein. So, gut. Tawara-Tasche, ist das hier? Ach, das ist ein Schuppen. Das ist kein richtiges Materiallager, oder? Bin ich da falsch? Aber wir haben erst einmal etwas untergebracht, damit wir unsere Taschen leer haben. So, jetzt machen wir uns noch. Ach ja, müssen wir die Fackel aus der Hand nehmen. Jetzt können wir Handarbeit machen. So. Jetzt machen wir uns noch Yaris 2 Speere. Ach, da brauchen wir noch einen Stein dazu, alles klar. Ohne Stein wird es nichts. Haben wir noch welche? Haben wir jetzt alle rausgeräumt oder haben wir auch noch welche hier bei uns drin? Alles klar. So, Stapel aufteilen. Mal 5 Steine hier rüber. So, halt. Jetzt über die Handarbeit. 1. Machen wir Handarbeit, machen wir uns noch einen zweiten. So, jetzt haben wir eigentlich 4 Speere einstecken. 4 Speere, genau. So, und die wollen wir jetzt den Rest wieder in die Tasche rein, ja? Die restlichen Steine, das tun wir wieder. So, alles klar. Gut. Und ich denke mal, es ist Zeit, ins Bett zu gehen. So, jetzt schlafen wir 8 Stunden. Mal sehen, ob es schon hell ist. Ja, so richtig noch nicht. Oh ja, die Sonne kommt raus, alles klar. So, aber es regnet. Egal. Wir bewaffnen uns mit dem Speer. Ein Messer haben wir dabei. Das haben wir auf der 4. Was ist das? Das ist ein Eisenmesser. Wir wechseln mal unser Steinmesser hier gegen das Eisenmesser. So. Haben wir ja mal ein ordentliches Messer. Und jetzt gehen wir auf die Jagd. Können wir uns nur Weidmanns Heil wünschen, damit wir so ein Reh oder Hirsch erlegen. Wollen wir mal sehen, ob wir Jagdglück haben. Was ist denn das? Ist das schon wieder der Akku? Wo kriege ich denn die immer rum? Die Pilze nehmen wir aber mit. Sammelt die Pilze oder was? Die soll doch eigentlich kochen, oder? Haben wir der nicht die Aufgabe gegeben, dass er kochen soll? Naja gut, das müssen wir uns auch nochmal damit eingehend befassen, wie sich das hier mit den Arbeiten, mit den Arbeitsverteilen verhält. Es ist schon etwas anderes als bei Medieval Dynasty.
auch die, das ganze Gameplay ist schon unterschiedlich. Also da kann man keine, nur weil das auch im Namen ein Dynasty trägt, kann man keine Vergleiche ziehen. Schon allein vom Gameplay her ist das schon etwas anders. So, jetzt schauen wir mal. Aber bei der Jagd ist es wohl, na, ich sag mal, der gleiche. Da ist doch schon einer. Und jetzt hinterher dem Vieh. Da muss doch irgendwann auch langsamer werden, oder? So, das nächste dran. Einen haben wir noch, komm. Einen haben wir noch. Jetzt haben wir es erlegt. Rum darum. So, jetzt nehmen wir erstmal unsere Speere wieder weg hier. So, was plus zwei, ja? Wo ist denn der dritte? Wo sind denn die ganzen Speere hin? Finden wir die auch wieder? Da unten, ah, hier ist noch einer. Den nehmen wir auch weg. Aufheben. Gut. Jetzt müssten wir wieder drei Speere haben. Den vierten haben wir, glaube ich, doch irgendwo verschossen. So, jetzt rüsten wir uns mit dem Messer aus und schlachten das Viech. Wo stechert denn der rum? Achtmal Fleisch erhalten haben wir. Oh, guck an. Und kriegt man da noch irgendwas? Irgendwie ein Leder oder ein Fell oder. Scheint aber nicht so zu sein, oder? Ich denke, ist es. So, gib Kikumatsu gebratenes Fleisch. Dreimal. Gut, das gehen wir erstmal nach unten. Ah, hier ist noch ein Speer. Hier, den haben wir vorbeigepfiffen. Gut. Wir haben unsere Speere wieder. Das war doch schon mal ein kleiner Jagderfolg gegenüber dem letzten Mal, wo wir den Vieh hinterhergehirscht sind. Haben gar nichts erreicht. Wo läuft, bin ich jetzt in der richtigen Richtung? Da unten, ja, ich bin eigentlich in der richtigen Richtung, dass ich nach Hause komme. Was ist denn das für eine Brücke? Ich bin doch nicht dort lang. Ich bin doch hier oben lang, oder? Hier ist noch ein Hirsch. Können wir jetzt mal noch so ein Speer ausrüsten. Da könnten wir doch mal noch hier. Wenn der hier oben in den Dings hängt, müssten wir den doch erlegen können, oder? Oder ist da verbuggt hier? Das ist irgendwie verbuggt, das Viech. Wenn er mit der Axt. Machen wir dich mit der Axt brät, komm. Oh ja, mit der Axt, jetzt haben wir gleich aber erwischt. Haben wir die Speere wieder, jetzt nehmen wir das Messer, da haben wir doch nochmal Fleisch. Siebenmal Fleisch, jetzt haben wir 15 mal Fleisch, das ist doch schon mal ein Jagderfolg für uns. Da können wir doch wohl ein bisschen was ins Lebensmittel nachher räumen. So, ich bin doch nicht hier lang gelaufen. Wo bin ich denn lang gelaufen? Wir müssen doch hier runter, oder? Ich glaube, ja, dort ist noch so ein Vieh. Wir sind jetzt im Jagdfieber. War doch noch einer, oder? Oh ja, der hat uns mitgekriegt, der ist abgehauen. Kommen wir denn jetzt hier runter in unser Dorf? Wo kommen wir denn jetzt hin? Irgendwie
Natürlich müssten wir eigentlich in unser Dorf runterkommen. Wenn wir nicht so sehr weit dem Vieh hinterhergehörschen. Was ist das jetzt hier? Ist das auch wieder so ein Schrein, wie es aussieht? Große Brücke hier. Kleines Gesteinsvorkommen, das liegt mitten auf der Brücke. Das ist aber auch eigenartig. Gut. Das sind noch so Bugs, die können, dürfen eigentlich gar nicht sein. Alles klar. Und was haben wir hier? Gelbe Chrysanthemen. Dann nehmen wir gleich mal welche mit hier. Aber Blümchen können wir da auch verschenken. Und umsonst können wir die hier nicht sammeln. Sag ich mal so. Das ist nichts zum Sammeln da, ohne dass das einen Sinn ergibt. Haben wir aber viele Blümchen. Da kann man, ist ja ein richtiger Blumenstrauß. Ich glaube, das reicht erstmal. Also. Mal schauen, wo uns das jetzt hier hinführt. Der Weg hier. All ist das der Inari-Schrein? Nee, das ist nicht der Inari-Schrein, das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Die zu schreien. Alles klar. Interagieren. Wir müssen sehen, was wir hier damit machen können. Haben wir wieder eine kleine Zwischensequenz. Das ist bestimmt die. Hier, wenn ich hier die Blumen hier sehe, das sind ja Chrysanthemen. Ist geöffnet. Interagieren. Muss ich jetzt den Speer weglegen? Jetzt habe ich den dort Blumen. Da seht ihr's. Das hat bestimmt Chrysanthemen. Ich habe den jetzt Chrysanthemen reingestellt. Der Schrein ist geöffnet. Interagieren. Was kann ich denn da noch machen? Gar nichts weiter. Ich habe jetzt mal ein paar Chrysanthemen geopfert, wie es aussieht. Es musste ja auch einen Sinn haben, dass wir hier oben solche Chrysanthemen finden. Alles klar, jetzt marschieren wir, aber wir wollen doch runter in unser Dorf. Dann gehen wir mal hier lang. Bin ich denn? Ich blicke jetzt hier nicht mehr durch. Irgendwie, aber ich bin doch gut. Das muss ich mir von unten angucken. Aber hier muss doch irgendwo unser Dorf sein. Hier ist der Strand, wo wir gestrandet sind. Muss unser Dorf hier hinten sein. Alles klar. Da hinten ist es doch. Alles klar. Gut. Das sind doch auch die Stüppen von den ersten Bäumen, die wir gefällt haben. Da unten, da ist einer. Alles klar. Gut. So, da kann ich doch jetzt erstmal Fleisch braten. Bei mir in der Hütte. Ist das immer noch der Akku? Die flitzt auch noch hier rum. Akku, ansprechen. Wie geht es dir? Nur fragen, wie es geht. Das Leben ist nicht schlecht, gar nicht so schlecht. Ich hätte alles klar, immer das Gleiche. Schließen. Ja, habe ich doch eigentlich gesagt, soll was kochen, oder nicht? Jetzt muss ich mal direkt nochmal in meine Dynastie reinschauen. So, Bevölkerung. Akku. Wieso zieht sich so eine Schnute hier? Prozent. Nächste Jahreszeit hat sie 100%. Da hat sie gute Laune. Alles klar. Die ist Koch. Arbeitsplatz Koch. Und das macht die wohl an ihren eigenen Herd. So. Also kochen wir hier gekochte Eier. Macht sie.
dann kann die auch gebratenes Fleisch machen. Gut, das kriegt die, wie viel Mal kann die machen? Ich habe 11 Mal. Und wie viel habe ich Fleisch einstecken? 15 Mal. Gut. Hier müssen wir, glaube ich, Fleisch irgendwo ins Lebensmittellager einrollen. Mal schauen. Wenn ich jetzt hier die Pilze, die ich gefunden habe, die räume ich hier rein. So, und dann Stapel aufteilen. Stapel aufteilen. Dreimal brauche ich und dann räume ich hier 12-mal Fleisch hier rein. Und die dreimal, die brate ich. Hier haben wir 13 Chrysanthemen noch und drei Speere. Vier. Den haben wir ja noch gesockelt. So. Und wenn ich jetzt in die Dynastie noch mal reingehe, das müssen wir alles erstmal lernen hier. Da haben wir die Akku, Bevölkerung. Die Akku, die Arbeitsplatz verwalten. Jetzt müsste man eigentlich hier, da seht ihr es, maximal 11. Und wir haben reingeräumt 12. 15 hat man, 3 brauchen wir, alles klar. So, da kann die jetzt ja eigentlich das Fleisch kochen. Gobo-Wurzeln haben wir auch genug drin. Gebratenen Fisch. Und was machen wir mit den Pilzen? Können wir die auch irgendwo? Oder können wir da noch irgendwelche Mahlzeiten? 399 Mahlzeiten kann sie herstellen. Alles klar. Gut. Ich hoffe mal, dass wir da richtig liegen jetzt. So, jetzt braten wir uns die dreimal Fleisch für den Kollegen hier hinten. So, Fleisch. Könnte doch mehr braten. Wie war das jetzt? Ach, mit F. Zweier kann ich jetzt noch braten, alles klar. Bestätigen, alles klar. Eins, zwei, jetzt haben wir dreimal gebratenes Fleisch einstecken, oder? Genau. So, und jetzt suchen wir uns den Jäger. Müsste uns ja hier. Genau, gibt uns ja die Richtung. Was ist das für einer? Das ist der Bandit hier, oder? Bandit. Ne, mit der wollen wir nichts zu tun haben. Im Moment mal nicht. Suchen wir erstmal unseren Kollegen hier, der auf die Jagd gehen sollte und wo ist er denn? Ja, ist die Inari-Priesterin. Da habe ich doch hier, genau hier steht auch Bambus. Das hatte ich gesehen unterwegs. Brauchen wir gar nicht unten am Fluss zu gucken, sondern hier hinten steht auch Bambus. So, jetzt suchen wir unseren Jägersburschen. So, da muss ich ja hier auch irgendwo rumtreiben. Und wir gehen mal hier am Fluss lang. Hier lang, wo ist denn der? Jetzt irgendwas da gestanden. Man muss ja so oft passen, ja? Da steht bei immer irgendwas anderes beschrieben. Ja, gut. Glaube, wir müssen auch mal was essen. Das Fleisch auch nicht. Was sind denn das für blaue Blumen? Die können wir nicht mitnehmen. Jetzt schaue ich mal hier rein. Ich habe noch diese Weinbeeren. Die esse ich mal. Ja. So, dann habe ich sogar roh essbar.
Hey, das Fleisch von denen kann man nicht wegfuttern. Jetzt futter ich erstmal die Eier. Ich muss ja. Das letzte Ei. Oh, so weit haben wir gar nicht. Die gelben Chrysanthemen kannst du auch essen. Was soll denn das? Naja, gut, wollen wir aber nicht. Chrysanthemen wollen wir jetzt nicht essen. So, jetzt suchen wir erstmal unseren Jägersburschen. Der ist gar nicht mehr so weit weg. Und dann müssen wir uns auch sehen, dass wir uns wieder verpflegen. Brauchen wir auch wieder was zu essen. Müssen wir uns irgendwo mal einen Hasen jagen. Das hier sind Fliegenpilze. Die wollen wir eigentlich. Wenn Dengue-Deck-Pilze. Aber die kann man bestimmt als mit. Wir nehmen mal welche mit. Bestimmt als Medizin oder als Rauschmittel kannst du die verwenden. Dann nehmen wir mal ein paar Fliegenpilze mit. Mal sehen, was da steht. Essen. Aufteilen, fallen lassen. Steht da irgendwie eine Beschreibung? Ein Giftpilz im Nahrungsmittel. Was für Verbrauchsgegenstand, ein Giftpilz. Das ist vielleicht, können wir uns ein Gift draus brauen oder sowas? Ich weiß es nicht. Wir sind immer noch am Anfang des Spieles und da gibt es noch so viel zu entdecken. Hier ist er doch, der Kollege. Hier, ich habe das Fleisch gebraten. Warte einen Moment. Hast du heute schon gegessen? Danke, ich werde. Hast du heute schon gegessen? Mach dir keine Sorgen um mich. Meine Eltern, seit meine Eltern gestorben sind, war es nie anders und ich habe mich daran gewöhnt. Ich schaffe es ganze 2 Tage ohne zu essen, weißt du? Kengio sagte, das zeigt Disziplin. Du bist doch härter im Nehmen als gedacht. Bring Kengio das Fleisch. Das werde ich. Ich brauche nur einen Moment, um genug Mut dafür zu sammeln. Schließen. So, und mit wem müssen wir jetzt reden? Mit Kengio, hä? Mit diesen, oh ja, wir müssen jetzt mit diesen Banditen oder Jägern Genkyu, naja gut. Hallo! Wird dir das Kimatsu, Kikumatsu wird dir das Fleisch bringen. Ah, gut, sehr gut, Moment. Wer willst du das wissen? Weil ich ihm gesagt habe, er soll das tun. Und er hat ernsthaft drauf gehört. Na, scheinbar taugst du was. Du hast ihm sicher angehörig eingeschüchtert. Oh, das habe ich zwar nicht. Du scheinst anständig zu sein. Komm wieder, wenn du Hilfe brauchen solltest, einen soliden Außenposten wie meinen einzurichten. Alles klar. Na, mal gucken, ob wir bei dir irgendwas finden, was wir gebrauchen können. Wir wollen dich zwar nicht beklauen, aber was haben wir hier? Federn, die können wir doch mal mitnehmen. Federn, haben wir noch irgendwas, was wir hier? Okay, da ist nichts. Hier kann man nichts aufmachen. Hier ist auch nichts. Die Federn haben wir mal mitgenommen. Die braucht er nicht. Die brauchen wir. Was ist denn hier unten? Steinmesser, das nehmen wir auch noch mit. Egal. Gut. Hat er sonst noch was hier irgendwo? Popo, aufheben. Auch gleich weg mit. Wenn wir hier plündern können, dann plündern wir auch. Ja, hier ist eigentlich nichts. Was ist das? Sake. Den kann man mitnehmen. Den trinkt man selber, den braucht er nicht. Ist das auch nochmal Sake hier? Nee. Da gehen schon wieder. Geh lieber ins Bett, mein Freund. Komm, du bist müde.
So, was haben wir denn hier noch? Hier ist auch nichts, oder? Pfeile können wir aufheben. Brauchen wir bloß noch irgendwann im Bogen. Gut, also Pfeile haben wir schon mal gefunden. Was gibt's hier noch? Warte auch noch was. Hier sind auch noch mal Pfeile. Ausrüsten hat ja keinen Sinn, weil wir keinen Bogen haben. Aber den finden wir bestimmt auch noch irgendwann. Entweder finden wir einen Bogen oder wir können uns mal irgendwann einen selber bauen. Ich denke mal, das wird irgendwann auch kommen, dass wir uns einen Bogen bauen können. Finden wir hier oben auch noch was? Nein, da ist nichts weiter. Alles klar, jetzt müssen wir mit Toshishi sprechen. Alles klar. Was machst du? Warum kletterst du jetzt hier hoch? Gut, jetzt gehen wir wieder nach Haus. Jetzt sprechen wir wieder mit Toshishi. So, gut. Ist das? Ist das ein Grenzstein? Das müsste doch ein Grenzstein sein, irgend sowas. Also eine Zaunsäule ist es mal nicht. Das gab es damals wohl noch nicht so, aber das ist ein Grenzstein wahrscheinlich. So, und hier kommen wir durch den Bambushain. Sehr gut. Wir hätten es noch so in. Das kann nur. Das kann nur ein Grenzstein sein. Oder irgendwelche Wegweiser. Naja gut, wir laufen mal hier den Weg lang. Wir wollen ja zum Toshishi, da müssen wir wieder nach Hause gehen. Und vor allem was zu essen brauchen wir. Hier ist die Brücke, die wir später mal reparieren müssen. Können wir überhaupt hier drin im Bach irgendwas oder im Fluss irgendwas jagen, irgendwelche Fische? Nee, das sieht nicht danach aus. Das sieht nicht danach aus. So. So, meine Freunde, jetzt mache ich hier erstmal einen kurzen Cut. Ich habe gerade rüber geguckt auf meine OBS-Aufnahme. Wir sind schon wieder bei 38 Minuten. Und wir sehen uns gleich wieder. Dann sind wir mit bei Toshishi und reden mit ihm. Mal sehen, wie es dann hier weitergeht. Alles klar, bis gleich.